Wir sind jetzt parat für unseren Weg. Haben in so einem Hotel übernachtet, da in Porto. Haben gut geschlafen und jetzt gehen wir ein bisschen kurz morgen essen, vielleicht einen Kaffee nehmen. Und dann gehen wir los. Wir stehen da gerade in so einer leckeren Bäckerei. Die sind sehr gut. Die haben wir auch schon probiert. Und, die da unten haben wir zum Morgen gehabt. Mega gut. Genau. Die hinten sind auch noch gut. Die hinteren. Ja, genau. Aber die sind gut. Die sind sehr gut. Sehr gut. Ist gut. Jetzt sind wir auf dem Weg zur Kathedrale. Und die liegt dann alle, die arbeiten und schauen, zum Teil komisch. Ja, alle laufen rauf und wir laufen. Ich mal umdrehen, vielleicht das auch. Also bis gleich. Ja. Da oben ist das Objekt der Begierde, die Kathedrale von Porto. Ich hoffe, ich kriege meinen ersten Stempel dort. Ich will. Stempel, ja. Aber ich kann schon eine dienen vom Hotel. Also Hotel. Von über unsere Übernachtungsmöglichkeit. Ja. Und ich habe schon zwei. So ja, mein ja. Tag. Ich habe es halt erreicht. Ich habe halt meinen Pass gestern vergessen. Gestern war Jenny Vergesstag. Ich habe morgen noch schnell heimgejoggt wegen der Kopfhörer. Und am Nachmittag alles noch liegen, inklusive Jacke. Aber es ist ja wurscht. Uns geht's ja gut. Heute will ich diesen Weg laufen. Welchen? Den hier. Den leichten. Gestern haben wir recht einen Umweg gemacht durch dubiose. Aber schön. Oder? Sehr, der ja. Ausblick, den wir gestern hatten, von diesem Terrassen aus. War schön. Das ist schon so. Der historische Moment ist gekommen, an dem wir auf unseren Jakobsweg gehen. Juhu, da sind die Pfeile. Unser heutiges Tagespensum 23,5 Kilometer bis nach Lavra. Wir sind jetzt da unten an dem Fluss angekommen und da laufen wir so lange, bis wir beim Meer sind. Oder zum Meer kommen. Unser Schatten. Juhu. Da kommt wieder die Straßenbahn. Wir machen gerade Pause und sitzen dann so in einem schönen Park bei Porto noch. Wir haben schon 7,3 Kilometer, sind jetzt ungefähr eine Stunde unterwegs. Mehr wie eine Stunde, Stunde 20. Jo, wir haben uns für die ersten zwei Etappen für den Da Costa Weg entschieden und jetzt sind wir dann gleich am Meer, das ist schon da vorne, sind die ganze Zeit am Fluss lang gelaufen, auch irgendwie so ein bisschen blöd, weil rechts die Straße durchgegangen ist und es ist halt dann nicht so schön gewesen. Aber jetzt wird es dann schön. Schmeckst du es? Mhm. Schmeckt. Schmeckt es, Temperatur ist gerade anders hier, gell? Wie geht's uns? Ein bisschen mehr. Ja, endlich. Da links noch ein Stück. Los, dann nehmen wir die ganze Zeit durchlaufen. Und auf der rechten Seite kommt das Meer. Irgendwo dahinter der Mauer, gell? Ja, das ist ja nicht lustig. Die sind dann schon nicht lustig. Fresco, attenzio. Steht drauf. Oh, die hat die Mutter noch anarbeiten jetzt. Ah, schau, da kannst du runter durch.
für was auch immer. Juhu, wir sind am Meer. Es ist unruhig und irgendwie ein bisschen dunstig. Und es schmeckt nach Salz. Und wir werden heute Nacht schlafen wie die Babys. Jawohl. Wir sind jetzt schon 15 Kilometer gelaufen. Wir laufen da immer noch schön am Meer. So schön. Wow, es gibt wieder das Foto. Uns geht so weit gut. Der wunderschöne Da Costa. Wir laufen immer noch auf dem Strandweg, auf dem Bohlenweg. Immer noch dem gelben Pfeil nach. Ich glaube, jetzt ist es nicht mehr so weit bis zu unserer Unterkunft. Wie viel haben wir, Schatzi? 20 Kilometer. 20 Kilometer. Das ist schon ungefähr. Also Stunden ungefähr. Ja. Jetzt haben wir es grün. Grün ist, glaube ich, oder? Ja. Ja. Das sind auch 4,5 Häuser da. Und wir haben etwas Leckeres gegessen und eine Stunde Pause gehabt. Das hat mir so sein.